Hallo, schön dich begrüßen zu dürfen am Ende dieser Sequenz der Lektionen 91 bis 110. Heute ist die Lektion 110, lass es uns gemeinsam wiederholen. Ich bin, wie Gott mich schuf, und die gesamte Sequenz ab morgen haben wir 10 Lektionen Wiederholung dieser 20 Lektionen. So, die Sequenz ist 91 bis 120 und wir haben bereits in dieser Sequenz diese Idee, ich bin, wie Gott mich schuf, berührt. Es war die Lektion 94, nicht wahr? Und wir werden nochmals zurückkehren als einzige Lektion. In der Lektion 162 werden wir ebenso üben, ich bin, wie Gott mich schuf. Nun, die Idee ist verstreut über den ganzen Kurs. Im Textbuch wie im Handbuch der Lehrer, aber insbesondere im Übungsbuch. Und von, wenn du eine Suche machst, wirst du mehr als 100 Mal finden, dass Jesus hier, der Christus in dir, es ausdrückt, entweder mit ich bin, wie Gott mich schuf, ja, oder er schreibt darüber, dass Gott es erschaffen hat, wie es ist, ja, das Universum und das Licht und so weiter. Mehr als 100 Mal, 40 Mal ist in den Wiederholungen der Lektionen, wie wir sie dann später machen werden, am Ende des ersten Teiles, wo es darum geht, uns zu erinnern, ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Und du siehst, dass diese Idee, wie Gott mich schuf, immer im Zusammenhang kommt mit der Erkenntnis, kein Körper zu sein und frei zu sein. Mich befreit zu haben und befreit worden zu sein von allen Illusionen, von den Ideen des Getrenntseins, von den Ideen des Schmerzes und was immer für Traumideen hier nach wie vor gesehen werden oder als wirklich geglaubt werden. Nun, in der Lektion heute, Lektion 110, spricht Jesus davon, von einer Macht und einer Kraft in dieser Idee. So, es werden zwar ganz großartige Worte hier ausgedrückt und miteinander geteilt, aber das Wesentliche ist, dass wir diese energetische Kraft erkennen, erfahren und uns zunutze machen. Und er sagt ganz einfach, es ist eine Kraft, die heilt, also eine Heilkraft, ja. Und du kannst es nennen, das sind ganz großartige Ausdrucksweisen, ich nehme das hier aus der Lektion heraus, Geburtsstätte aller Wunder. Ja, wenn du fragst, was ist die Geburtsstätte aller Wunder, kannst du antworten, die Idee, ich bin, wie Gott mich schuf. Oder was ist der große Wiederhersteller der Wahrheit? Ich bin, wie Gott mich schuf. So dass im Bewusstsein der Welt ist diese Idee enthalten und gegeben worden, um hier wirklich eine Beziehung mit dem Christus herstellen zu können, indem wir nach innen gehen und im Inneren suchen und finden. Und das werden wir, auf das werden wir auch noch dann eingehen. Ja. Er sagt weiter, dass es die Wahrheit ist, die gekommen ist, um uns frei zu machen. Oder um uns zu befreien, könntest du es so sagen. Und das, wenn du mit mir auch die Bibel liest, dann weißt du, dass das auch in Johannes 8 erwähnt wird, nicht wahr? Und du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen, wird dich befreien. Ja? Hier ist auch das Wort Gottes erwähnt, in dem alles Leiden endet. Und am Ende der Lektion, was wirklich wunderbar da zusammenpasst, sagt er es noch einmal, dies ist Gottes Wort, das dich frei macht. Ja? Und dies ist der Schlüssel, der die Himmelspforte öffnet und dich eintreten lässt in Gottes Frieden und in seine Ewigkeit. Und zum anderen wird klargestellt, dass es dich und die Welt erlöst, diese Idee, ja, und die Kraft dieser Idee. Aber, hör gut hin hier mit mir, wenn du nur an das glauben würdest, ja, wenn du sie glaubtest. So. Alles wäre bestens erledigt und würde durch diese Kraft der Idee in unserem eigenen Geist sich um alles kümmern. Aber wir sind verantwortlich, dass wir hier allen Glauben, alles Vertrauen, das wirklich als unsere eigene
Erfahrung annehmen und anerkennen und finden in uns. Ja? Und dann kommt diese großartige Aussage schon im ersten Paragraphen, die jeder Lehrer, der diesen Kurs sich selbst gibt und miteinander teilt, immer wieder hernehmen wird, weil sie so klar und großartig sind. Wenn du so bleibst, wie Gott dich schuf, hat deine Angst keine Bedeutung. Das Böse ist nicht wirklich und Elend und Tod existieren nicht. Und natürlich kannst du das auch in der ersten Person zu dir selber sagen. Und dieser Gedanke, ich bin, wie Gott mich schuf, ja, ist daher alles, was wir brauchen. Alles, was du brauchst, ja, damit die vollständige Berichtigung, er nennt es die vollständige Berichtigung, deinen Geist heilen und dir die vollkommene Schau gegeben werden kann. Und darum hast du ja gebeten, nicht wahr? Du hast um die vollkommene Schau gebeten. Und so wird die gesamte Vergangenheit geheilt und die Zukunft befreit. Und er drückt es weiter hinaus, wenn du so bleibst, wie Gott dich schuf, können Erscheinungen nicht an der Wahrheitsstelle treten. Gesundheit kann nicht Krankheit werden, noch kann der Tod Ersatz für Leben oder Angst Ersatz für Liebe sein. All dies ist nicht geschehen, wenn du bleibst, wie Gott dich schuf. All dies ist nicht geschehen, Bruder. Großartig, nicht wahr? Was für eine Botschaft. Du brauchst keinen Gedanken außer diesem einen, um die Erlösung herbeizuführen, die Welt zu erleuchten und sie von der Vergangenheit zu befreien. Mit diesem einen Gedanken wird die ganze Vergangenheit aufgehoben, die gesamte Vergangenheit. Da ist nichts mehr da, was du sehen könntest oder noch wirklich halten könntest. In deiner vollständigen Akzeptanz dieser Kraft, dieser Idee. Und die Gegenwart erlöst, um still in eine Zukunft ohne Zeit sich auszudehnen. Ja? In die Zeitlosigkeit treten wir ein. Wenn du so bist, wie Gott dich schuf, hat keine Trennung deines Geistes von dem Seinen stattgefunden, von Gottes Geist stattgefunden. Und keine Spaltung zwischen deinem Geist und dem Geist anderer, deiner Brüder, nicht wahr? Und einzig Einheit ist in deinem eigenen Geist. Da ist nur Einssein. Einheit. Okay, und weil es so großartig ist, noch ein paar Hinweise hier, indem wir das gemeinsam üben jetzt. Lass es uns gemeinsam wiederholen. Ich bin, wie Gott mich schuf. Sein Sohn kann nichts erleiden und ich bin sein Sohn. Das ist, wie es ursprünglich auch im Urtext ausgedrückt wurde. Sein Sohn kann nichts erleiden. Es würde dann übersetzt sein, Sohn kann nicht leiden. Aber ich denke, es ist etwas stärker zu sehen, da ist nichts da, was er erleiden könnte. Und wir versuchen dann in unserem Geist das Selbst, das wahre Selbst zu finden, das Gottes heiliger Sohn ist. Suche ihn in dir, Bruder. Lass uns das jetzt üben. Suche ihn, Gottes Sohn. Gottes heiligen Sohn in dir, in mir. Der Christus in dir ist den Sohn Gottes und Bruder für die Welt, den Erlöser, der in alle Ewigkeit erlöst ist und die Macht hat, jeden zu erlösen, der ihn auch noch so leicht berührt und nach dem Wort fragt, das ihm sagt, dass er sein Bruder ist. Du bist, wie Gott dich schuf. Und der Hinweis ist wirklich, gegeben, ehre heute dein Selbst. Ehre dein wahres Selbst. Lass keine Götzenbilder mehr angebetet werden heute, ja, die du als Gottes Sohn anstelle dessen, was er ist, gemacht hast. Es ist eine Befreiung aller Götzenideen. Tief in deinem Geist wartet der heilige Christus in dir darauf, dass du ihn als dich anerkennst. Und du bist verloren und erkennst dich nicht, solange er nicht anerkannt ist und erkannt. Suche ihn heute und finde ihn. Suche ihn und finde ihn. Er wird dein Erlöser von allen Götzen sein, die du gemacht hast. Denn wenn du ihn findest, wirst du verstehen, wie wertlos deine Götzen sind und wie falsch die Bilder, die du für dich hieltest.
Heute machen wir einen wichtigen Vorstoß zur Wahrheit, indem wir die Götzen loslassen und Hände, Herz und Geist Gott öffnen. Lass es uns gemeinsam noch einmal wiederholen. Ich bin, wie Gott mich schuf. Hier, Bruder, hier hast du den Schlüssel, der die Himmelspforte öffnet, mit dieser Idee, mit dieser Kraft in dieser Idee und dich eintreten lässt. Du willst zurückkehren in den Himmel, wo du hingehörst, in Gottes Frieden und in seine Ewigkeit. Du siehst, wir haben eine volle Erkenntnis unseres wahren Selbstes und zudem die persönliche Erfahrung, die in Wirklichkeit eine universelle Erfahrung ist. Und wir teilen sie mit der Idee, ich bin wie Gott mich schuf. Ist das nicht großartig? So, gutes Gelingen. Ich liebe dich aus ganzem Herzen. Danke Vater, danke Bruder. Danke für all diese Wunder, für diese Kraft in jedem Wort, in jedem Satz. Wir sehen uns darin. Danke. Tschüss.